Jetzt geht's schon wieder weiter mit dem nächsten Interview, und zwar mit Christoph von der IMI. Vielleicht kannst du am Anfang erstmal zwei, drei Sätze zur IMI sagen. Die Informationsstelle Militarisierung ist ein Verein mit etwa 200 Mitgliedern bundesweit, sich 1996 gegründet, als die Bundeswehr eigentlich noch sozusagen als Verteidigungsarmee gedacht war, was in der Verfassung ja heute noch ist, aber das Kommando Spezialkräfte aufgestellt wurde, und seitdem beobachten und begleiten wir kritisch diese ganzen Tendenzen zur Militarisierung der Deutschen und damit zusammenhängend der europäischen und auch der NATO-Außenpolitik. Und ihr seid Teil der Anti-Drohnen-Kampagne. Vielleicht dazu auch nochmal zwei, drei Worte. Die Kampagne gegen Drohnen für Überwachung, Krieg und Unterdrückung hat sich im März letzten Jahres gegründet. Hat mittlerweile über 150 Mitgliedsgruppen. Als damals angekündigt wurde, für die Bundeswehr sollten Kampfdrohnen beschafft werden. Aber wie der Titel schon sagt, wir haben uns ganz explizit mit einem Appell keine Kampfdrohnen. Sozusagen sind wir an die Öffentlichkeit gegangen, aber wie der Titel schon sagt, haben wir ein breiteres Themenspektrum. Fasst doch mal eure Kritik an den Drohnen allgemein zusammen. Im Allgemeinen, ich fange vielleicht mal mit den Kampfdrohnen an, da wurde das ganz klar ausformuliert, dass eben Kampfdrohnen die Schwelle zum bewaffneten Einsatz weiter senken, also Kriege damit wahrscheinlicher machen, auch eine neue Qualität von Krieg ausmachen, dass sie die Betroffenen, also ganze Landstriche, durch ihre Anwesenheit und eben die Möglichkeit, dass da Leute exekutiert werden, terrorisieren, dass das letzten Endes ja auch ein Abschied von der Rechtsstaatlichkeit ist, dass Menschen ohne Gerichtsverhandlungen etc. einfach getötet werden oder auf so Tötungslisten gesetzt werden. Und zuletzt, dass es sich da um einen Auftakt zu einer neuen Rüstungsspirale mit Riesendynamik dreht. Und das gilt aber letzten Endes, zumindest das Letzte, diese Rüstungsspirale eben auch für Überwachungsdrohnen von Polizei, Grenzschutz etc., die wir aber auch noch aus anderen Gründen ablehnen und für gefährlich halten. Also es geht da gerade auch um die Entwicklung von Technologien, automatische Erkennung verdächtigen Verhaltens, dieses ganze Data Mining etc., letzten Endes auch die ganzen Geheimdienstskandale, die wir jetzt mitbekommen haben, die hängen ja mit dieser Drohnenkriegführung, aber eben auch mit Drohnenaufklärung ganz eng zusammen. Aber zum Beispiel, also das ist ja durchaus irgendwie der Sinn des Ganzen, dass diese Rüstungsspirale angedreht wird. Und ja, ich kann das schon aus militärischer Sicht verstehen, dass also die ganz wild da drauf sind, weil dann sterben halt nur noch die anderen. Und das sind ja die Bösen. Und das kann man da ja dann zu Hause irgendwie an der Heimatfront auch umso besser verklickern. So keine eigenen Verluste und irgendwie klinischer Krieg irgendwo anders. Das ist doch eigentlich perfekt, gerade so für ja, die deutschen Kriege. Die sollen doch auch immer eher so humanitäre Einsätze sein. Wenn da keine eigenen Bundeswehrsoldaten sterben, ist doch viel besser. Finde ich jetzt nicht gesagt. Vor allem denke ich, man muss auch unterscheiden zwischen dem Militär und der Politik. Die Politik will so ein Mittel natürlich an der Hand haben, aber auch da besteht die Gefahr, die fürs Militär nochmal ein ganz anderes Potenzial hat, dass man sich eben in immer mehr solchen Einsätzen verzettelt. Und am Schluss ist dann eben doch irgendwann auch Personal am Boden notwendig und wird vielleicht sterben, mal ganz abgesehen davon, dass wenn sich sozusagen der Gegner auch auf so eine asymmetrische Kriegführung einlässt, wie sie ja von Seiten der westlichen Staaten die Drohnenkriegführung ist. Das ist sozusagen das Pendant, ist ja letzten Endes dann der terroristische Anschlag in den westlichen Staaten, macht es die Situation auch nicht sicherer. Aber tatsächlich wird es leider in kleinen Teilen des militärischen und politischen Establishments schon auch wahrgenommen, dass da eben eine Gefahr von einer Eskalationsspirale besteht. Das sagen wir mal, wenn wir vergleichen, die Deutschen haben drei, vier Aufklärungsdrohnen in Afghanistan, die USA haben hunderte davon und haben bewaffnete Drohnen in Afghanistan, aber welche Armee verliert mehr Soldaten? Also wo sterben mehr? Das sind auch die US-Amerikaner. Oder sehen wir einfach mal das komplette
Einsatzszenario, wo gerade überall Truppen hin entsandt werden sollen. Das ist Somalia, das ist die Zentralafrikanische Republik, das ist Senegal und Mali. Da werden noch andere Staaten sich anbieten. Und wenn das alles immer erstmal so leicht ist, na, dann schicken wir eine Drohne hin und eben ein bisschen Bedienpersonal und vielleicht noch ein paar Ausbilder. Besteht eben die Gefahr, sich da noch viel mehr zu verzetteln, als das letzten Endes jetzt schon der Fall ist. Also gerade bei diesen genannten Einsätzen ist ja nirgends im Grunde ein Ende abzusehen oder irgendeinen Erfolg überhaupt abzusehen. Man ist mal da und man kann sich irgendwann still und heimlich wieder verabschieden, aber man hat auch vielleicht keine großen eigenen Verluste zu verzeichnen. Aber diese Gefahr, das könnte sich eben exponentiell auch so weiterentwickeln. Ja, wenn das so leicht ist, das ist ein schönes Stichwort. Also zum Beispiel im Afghanistan-Krieg, die US-amerikanischen Kampfdrohnen, die werden dann teilweise von einheimischen Soldaten vor Ort halt betankt und mit neuer Munition versorgt. Oft ja, auch von privaten Firmen übrigens. Also die deutschen Aufklärungsdrohnen werden auch von der Herstellerfirma vor Ort gewartet und teilweise auch geflogen. Ja, zumindest die amerikanischen Piloten, die sitzen dann zum größten Teil in Dallas und die fahren dann halt morgens von ihrer Familie vom Frühstückstisch zur ihrer Kommandozentrale, fliegen da ihre Drohnen, bringen ein paar Leute um und fahren dann abends wieder zu ihrer Familie zurück. Ich glaube, bei denen kommt es relativ selten vor, dass die ein Trauma von ihren Töten haben. Es heißt, dass es genau andersrum wäre, weil diese Soldaten angeblich die Betroffenen dann teilweise auch über Tage verfolgen und dann sowas wie eine Dekompressionszeit fehlt. Sie sind selber nicht mit dem Leben gefährdet. Sie können dadurch auch die Tötung des Gegenübers schlechter rechtfertigen gegenüber sich selber. Also es gibt tatsächlich die Aussage, dass posttraumatische Belastungsstörungen unter diesen Drohnenpiloten, die von den USA aus agieren, tatsächlich sogar häufiger wären. Das ist ziemlich häufig geäußert, das wird auch vom Militär so geäußert, das wird wissenschaftlich so geäußert. Ich will das nicht bewerten, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Propagandatick oder sowas. Vielleicht ist es komplexer, aber ich möchte auch nochmal unterstreichen, dass es eben ganz so einfach nicht ist. Also die bewaffneten Drohnen müssen schon vor Ort oder zumindest in einem Nachbarland starten und landen. Da muss Kommunikationsinfrastruktur vor Ort gesichert werden. Ich habe angedeutet, da ist auch privates Personal beteiligt, aber letzten Endes ist es keine ganz entkoppelte Kriegführung, sondern es ist doch eine Kriegführung, die auch weiterhin vor Ort ist und da auch irgendwie angreifbar ist. Nun richtet sich ja die Anti-Drohnen-Kampagne nicht ausschließlich gegen die militärischen Drohnen. Es gibt ja auch zivile Drohnen. Die werden ja auch immer mehr. Die kann man inzwischen irgendwo, keine Ahnung, bei Amazon oder sonst wo kaufen, auch privat benutzen. Wie steht ihr dazu? In der Anti-Drohnen-Kampagne ist unter anderem auch der Chaos Computer Club, viele andere Bürgerinnenrechtsvereinigungen etc., teilweise eben auch Informatiker, die da vielleicht ein differenzierteres Bild haben. Unsere Position jetzt zu so Überwachungs- und Kameradrohnen und denen für den persönlichen Gebrauch ist nicht so ausformuliert. Was wir aber zum Beispiel machen und sehr viel versucht haben zu veranschaulichen, unter anderem mit einem Drohnenforschungsatlas, der auch bei der Informationsstelle Militarisierung runtergeladen werden kann, ist eben zu verdeutlichen, welche Forschung und in welchem Kontext zu Drohnen stattfindet. Und das hat eben immer, also man könnte Drohnen, auch die zivilen, eben als Plattformen der Sensorfusion oder Data Fusion betrachten. Also es geht im Grunde immer darum, massenweise Daten, visuelle Daten zu sammeln, mit anderen Daten zu vernetzen, automatisiert auszuwerten. Und insgesamt handelt es sich meiner Meinung nach um eine Überwachungstechnik, selbst wenn es um eine Anwendung in der Landwirtschaft geht. Kann ich so eine Schote aus meinem privaten Umfeld erleben? Da ist dann halt so eine Privatdrohne über den Garten geflogen und ja, da bin ich da mal halt hin und habe den Piloten da mal drauf angesprochen, was er denn hier so macht. Und er meint, er würde halt gern fliegen und dann kann er da mit der Kamera sehen und sich wie ein Vogel fühlen und so. Aber es wird ja alles nicht aufgezeichnet, das darf da nämlich angeblich nicht sein. So. Dann hat er da quasi so einen kleinen Monitor mit so einem kleinen Teil daneben, dahinter lag dann die Kamera, also die Drohne hat nicht aufgezeichnet, aber wenn er dann wollte oder dann hat er halt so gefilmt.
Und dass dann jeder Spanner und Paparazzi so ein Ding hat und damit durch die Gegend fliegt und irgendwie, also das, da fühle ich mich in meiner Privatheit aber schwerst verletzt. Und das, ja. Also grundsätzlich kann man sagen, sind Daten, werden Daten erstmal produziert, ist es eigentlich schwieriger, sie nachhaltig zu löschen. Also jetzt mal ein ganz überspitztes Beispiel, aber es könnte sich da ja auch irgendjemand reinhacken und diesen Stream aus irgendwelchen bösen Absichten irgendwie für immer speichern. Da gibt es auch Beispiele von Nacktscannern, die explizit nicht aufzeichnen sollte. Es ist gar nicht so leicht, Maschinen dazu zu bringen. Aber auch da gibt es mittlerweile Bewegungen. Da gibt es natürlich auch jetzt erste juristische Überlegungen, aber es gibt auch eine Bewegung von unten. Es gibt in den USA mehrere Städte und teilweise auch so nicht Staaten, aber Counties, quasi Provinzen, wo die lokalen Parlamente sich selbst zur drohnenfreien Stadt oder drohnenfreien Provinz erklärt haben. Das ist rechtlich noch nicht bindend, aber es ist teilweise auch basierend auf einem Referendum, also auf einer Bürgerinnenbefragung, dass sich sozusagen eine Mehrheit dafür ausgesprochen hat, wir wollen hier keine Beteiligung am Drohnenkrieg, aber wir wollen hier auch nicht, dass öffentliche Gelder für Drohnen ausgegeben werden. Und wir wollen auch im Kontext quasi als Aneignung, Demokratisierung des Luftraums, wir wollen hier insgesamt keine von diesen Dingern starten haben und über unseren Köpfen haben. Und es gibt mittlerweile, gerade so in Ansätzen in Deutschland, auch erste Nachahmungseffekte. Es gibt zum Beispiel in Berlin, aber auch in einigen bayerischen Städten, wo US-Drohnen, US-Militärbasen in der Nachbarschaft sind, die auch Drohnentests durchführen, da gibt es solche Initiativen, das eben auch durchzuführen. Finde ich ganz ermutigend, weil in dieser ganzen Drohnenauseinandersetzung war lang zu spüren, dass man sich immer so auf die große Politik verlassen hat und man bräuchte einen internationalen Bann. Ja, also die Staaten sollen jetzt zusammenkommen und gerade die Regierungen, die eigentlich ganz vorne sind beim Einsatz und der Entwicklung, sollten sich da einigen, das nicht zu tun. Und das war auch Ausdruck einer Hilflosigkeit. Und mittlerweile gibt es eben auch verschiedene Entwicklungen von unten, auch zum Beispiel in der Nachbarschaft von Satellitenbasen etc., die da versuchen, auch von unten per Bewegung dagegen zu mobilisieren. Ja, das klingt ja wirklich recht ermunternd auf jeden Fall. Kommen wir mal zu dem Antidrohnentag, Entschuldigung. Das passiert irgendwie oft. Okay, es gibt einen Antidrohnentag. Wann ist der und was passiert da? Am 4. Oktober ist es ein globaler Aktionstag gegen Drohnen für Krieg und Überwachung. Und das ist eigentlich genau Ausdruck von dem, was ich gerade gesagt habe. Da wird weltweit, vor allem USA, Großbritannien, Deutschland und Indien, werden Aktionen gegen die ganze verteilte Infrastruktur stattfinden. Also von zivilen Forschungseinrichtungen, wo an Drohnen geforscht wird, über Herstellerfirmen. In Großbritannien geht es jetzt die Tage schon los mit einer Aktion gegen einen Drohnen-Testflugplatz, Testgelände. In Deutschland wird es viele Aktionen geben gegen Herstellerunternehmen, gegen Forschungseinrichtungen. Die Schwerpunkte liegen aber in Berlin wegen der geplanten Anschaffung von Kampfdrohnen und in Stuttgart gegen das AFRICOM, das US-Oberkommando für Afrika, von wo aus die gezielten Tötungen der US-Army in Afrika wohl koordiniert oder befehligt werden. Aber insgesamt eine ganz verteilte Aktion, auch Indien, auch Pakistan ist dabei und da wird auch mal veranschaulicht, auch im Sinne einer intellektuellen Selbstverteidigung, wie verteilt diese Infrastruktur, wie allgegenwärtig und aber auch wie angreifbar sie damit ist. Gut, dann sagt doch am Ende nochmal eure Webseite durch. Die Kampagne hat die Webseite ganz einfach drohnen-kampagne.de und die Informationsstelle Militarisierung imi-online.de.